Ich wollte einen Heilerberuf ergreifen, den man mir ausgeredet hat, weil ich zu klein, zu zierlich, zu schmächtig war. Und habe das Ganze aber nie aus den Augen verloren. Wir sind verheiratet seit 1975 und gehen auch seit dieser Zeit gemeinsam den Weg in diese Richtung. Wobei ich einfach von meinem Beruf her eher ein technisch orientierter Mensch war, bin eher der Informatik zugeschrieben, also rein sachliche Dinge. Und Renate hat mich dann mehr oder weniger wieder mit auf diesen Weg genommen, den ich in meiner Kindheit sicherlich auch schon verspürt habe. Und zwar war ich da 5, 6 Jahre alt und hatte auf den Händen und auf dem Arm so eine Art Ekzem. Heute würde man es vielleicht als Neurodermitis bezeichnen. Meine Mutter ist dann mit mir von Arzt zu Arzt und Krankenhaus und spezielle Cremes und so weiter und so weiter. Bis dann irgendwann der Hausarzt mal zu meiner Mutter sagte, ob sie nicht jemanden kennt, der besprechen kann. Und dann sagte meine Mutter ja, und das war dann in der Nachkriegszeit so in einer Baracke, eine ältere Dame. Die hat dann einfach nur meine Hand genommen und mit der anderen Hand ist sie so da drüber gegangen und hatte mir irgendwas gemurmelt. Und da sind wir 4, 5 Mal hingegangen und dann war das weg. Heute kann ich noch viel andere Dinge daraus erzählen aus meiner Kindheit, die ich heute auch verstehe, nur damals eben noch nicht verstanden habe. Ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die mir dann wieder ein Stück weiter geholfen haben auf meinem Weg und habe viele verschiedene Techniken auch erlernt in diese Richtung, wobei ich immer das Gefühl hatte, das ist noch nicht alles, da muss noch was kommen. Es gab nicht die Erklärung, warum. Mit dieser Ausbildung, Schule der Geistheilung nach Horst Krone, da habe ich gesagt, ja, das ist der rote Faden, nach dem ich immer gesucht habe. Das hat mich als Techniker eben auch total fasziniert, dass man das alles sehr gut erklären kann. Das ist am Anfang so, dass der Techniker natürlich erstmal nur technikgläubig ist, der ist wissenschaftsgläubig. Wenn man dann aber jemandem erklärt, wie eigentlich das Universum zu funktionieren scheint, dass es dort auch eben Informationsflüsse gibt, dass da ganz viele Frequenzen vorhanden sind, dass sich alle die Kommunikation auf der Frequenzebene stattfindet, wie ein Radio. Wir haben ganz viele Radiosender, aber welchen Sender ich höre, stelle ich einem Radio ein. Und genauso ist es auch mit uns, dass wir ganz viele Frequenzen um uns herum haben und welche ich hören will, die stelle ich ein. Also deswegen kann ich auch Dinge von anderen Menschen wahrnehmen. Wenn man das von der Technik her einmal verstanden hat, dann denke ich, ist ein technischer Ansatz, das technische Vorwissen ist faszinierend. Alles, was ich getan habe, was ich gelernt habe, so auf meinem Weg, hat mich ja letztendlich dorthin gebracht, wo ich heute bin. Es war alles wichtig zu seiner Zeit. Wobei die Engel nach wie vor einen großen Raum einnehmen in meinem Leben, in meiner Heilertätigkeit eben auch. Dann kam aber dieser Hinweis auch von Bekannten, Schule der Geistheilung, da gibt es sowas und schaut euch das doch mal an. Und naja, gut, machen wir halt mal mit und gucken halt mal. Und dann das erste Seminar war einfach sehr begeisternd. Das hat mich total fasziniert. Unsere damaligen Lehrer, die haben uns dann auch schon ziemlich früh, Seminar 2 war das, glaube ich, angesprochen, ob wir nicht Lust hätten, Dozenten zu werden. Und wir haben, ohne zu überlegen, aus dem Bauch heraus, es hat quasi durch uns gesprochen, ja. Und somit sind wir heute Dozenten der Schule. Renate und Burkhard Suhl sind sehr warm, sehr herzlich. Es ist eine sehr, sehr lockere Atmosphäre, wie der Unterricht abgewickelt wird. War einfach toll. Ich habe mir damals die Suhls ausgesucht nach Foto. Mich hatte am meisten fasziniert deren Ausstrahlung und ich sage jetzt mal auf dem Foto die Augen. Ich gucke Leuten immer gerne in die Augen, und weil Augen immer für mich viel erzählen. Und es hat sich eigentlich, ja, ich fühlte mich da sehr gut aufgehoben. Weil gut, ich bin ja nun jetzt auch noch etwas jünger, Burkhard ist etwas älter, und das war mehr so auch so dieser väterliche Typ für mich, so
die mir halt unheimlich Wärme entgegengebracht haben. Innerhalb der Schule, der Geistheil und Horst Krone, haben wir einen roten Faden, den alle Dozenten auch berücksichtigen. Jeder darf natürlich mit seinen eigenen Worten diesen roten Faden rüberbringen an seine Seminarteilnehmer. Bei uns ist es eben der Vorteil, dass ich den technischen Teil übernehme. Also ich versuche den Leuten am Anfang gleich zu erklären, auch wie unser Körper funktioniert, wo bekommen wir die Energie her, welche Energie ist in uns eigentlich vorhanden. Und Renate übernimmt dann den Part, die Verbindung nach oben. Renate arbeitet ja auch gerne mit Engeln zusammen. Das sind so Dinge, die jedem Dozenten aber auch überlassen bleiben. Was meint er, ne? Was könnte ich mit einbringen, was ist interessant für die Teilnehmer? Und so bleibt das Ganze lebendig auch. Es ist keine starre Struktur vorhanden. Die Techniken, die vorgestellt werden, die sind ganz leicht nachvollziehbar. Und wir kommen ganz schnell auf den Punkt. Es ist nicht so, wie es vielleicht in anderen Bereichen ist, dass man erstmal ein Check-up macht. Sowas gibt es bei uns nicht. Der Klient kommt zu uns. Das ist auch schon der erste Schritt zur Heilung, weil er selber sich so wahrnimmt, dass er etwas unternehmen möchte, dass er sich wahrnimmt. Und dann fragen wir ihn, was ist dein Anliegen? Was können wir für dich tun? Und nur das wird auch berücksichtigt erst einmal. Und wir hören immer wieder auch von Heilberufen oder von Menschen, die in Heilberufen arbeiten, die uns sagen, das ist unglaublich, wie schnell ihr auf den Punkt kommt, wo wir viele Gesprächstherapien und andere Dinge dazu brauchen, um dorthin zu kommen. Dann hat der Klient einen Ansatz bekommen, dann kann er etwas verändern, dann kann er darüber nachdenken, er selber verändert etwas. Wir können ihn energetisch unterstützen, indem wir Hand auflegen und so weiter, aber das ist nicht die Heilung, das ist nur die Unterstützung. Das ist sozusagen das Starthilfekabel. Die meisten Menschen haben Angst vor dem Neuen und halten krampfhaft an alten Strukturen fest, aus Sicherheit oder vermeintlicher Sicherheit. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir die Menschen wegbringen von dieser Angst. Sicherheit findet jeder Mensch nur in sich selbst. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir auch generell erkennen dürfen, dass wir mehr auf das Gefühl hören. Und das ist das, was jeder auch lernen kann, indem er es einfach zulässt. Sein Bauch. Das ist eigentlich der Kopf. Der Kopf, der oben sitzt, zum Haare schneiden und damit es nicht reinregnet.